Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Together an Tag 5. Wir überleben. Neben mir ist Serenity, die sieht aus wie ich. Hallo. Genau. Hallo ihr Lieben. Naja, wie du sehe ich ganz bestimmt nicht aus, weil ich habe Geisteraugen und ich sehe ein bisschen, Dunkeln. Ein bisschen schräg und irre aus. Als geht das Hirn runter. Ja, komm zu mir, komm schnell, schnell, schnell. Oh, da kommt was. Ich werde geschlagen. Oh, ich bin fast tot. Ja, sag ich doch, bleib nicht im Dunkeln. Was muss ich jetzt essen? Blumen, ne? Blumen. Dann geht dein Hirn wieder hoch. Na, mein Hirn, ich will mein Leben hoch haben. Dein Leben geht dann wieder hoch, genau. Und nee, dein geht Hirn nicht hoch. Geht nicht? Ich Nein. dachte, das geht dann hoch. Dann geht nur dann geht aber dein... Kann ich Monster Meat Dingsen? Nein, auf Nein. gar keinen Fall. Ich habe leider auch nichts mehr zu essen. Tja, dann mache ich jetzt diese Samen hier. Mein Magen ist nämlich wieder... Ja, genau, Mist. Ess Samen. Nee, ich habe keine Samen, das sah du so aus. Du hast Samen fallen gelassen. Wie kriege ich meine Energie hoch? Geht die hoch, wenn ich was futtere? Wenn du was isst, geht deine, dein Leben geht dann wieder hoch, ja. Aber ist wir brauchen das? Ganz dringend was zu essen. Es wird ja. Tag. Also wir brauchen echt... Hier sind Körner. Mhm. Und hier sind auch Körner. Und mein Leben geht auch gerade runter. So, nimm mal die Körner. Ich guck mal, dass das war dumm, dass ich im Dunkeln stehen geblieben bin. Ich wusste nicht, dass man da direkt erschlagen wird. Deswegen hatte ich ja eben so eine Ich würde sagen, komm, wir machen einen Ausflug. Ja. Aber dann nehme ich einen Flint mit. Ja. So. Ich habe noch Flint. Flint, Exheim und Stöckchen habe ich auch noch. Und das habe ich denn nicht. Ich habe eine Axt, eine Pickaxe mache ich nochmal schnell. Du hast eine Schaufel, ja? Ich habe eine Schaufel und ich habe dir eben eine Schaufel gegeben. Oh, warte mal. Bevor wir losrennen, pflanze ich noch ein paar Bäumchen. Nee, komm jetzt. Die Zeit ist knapp. Okay, komm mal. Die kannst du später, Hier, wo war denn der Weg? Der pflanzen. War doch hier irgendwo entlang, da oben. Da ich laufe gerade den Weg entlang. Oh, hier sind Körner, das ist gut. Dann kommen wir zum Wurmloch und dann gehen wir nochmal darüber, wa? Ja. Wir brauchen echt unbedingt ganz dringend die blöde Linkskacke. Soll ich nicht die Bienen angreifen? Nein. Nein, das ist zu gefährlich. Mach das nicht. Du kannst es. Es gibt so eine Bienenrüstung sozusagen. Dann hast du so einen Bienenhelm. Ich habe das mit den Bienen ehrlich gesagt nie ganz gerafft. Vielleicht kann uns das ja mal jemand in den Kommentaren schreiben, wie das mit den Bienen funktioniert. Mit den Bienen und den Blüten, das wird kompliziert. So, in welche Richtung gehen wir denn mal? Wir wollten runter zu dem Wurmloch. Ich weiß ja nicht, warum deine Karte ist. Geh doch einfach auf das Wurmloch zu. Ich bin beim Wurmloch. Ich bin schon durchs Wurmloch durch, mein Schatz. Dann bin ich in einem anderen Wurmloch. Das mag sein. Ich höre dich. Da bist du. Ah, ja, ich bin du warst dir. Schon durch. Ja, ja, klar. Den Weg hoch und dann... Ah, okay, alles klar. Wie hast du deine Map jetzt? Ich habe meine Map jetzt... Läufst du jetzt nach unten rechts, oder? Ich laufe jetzt nach unten, genau. Ich habe dich jetzt rechts, sozusagen oder? Im Rücken. Nach unten rechts. Ich habe dich jetzt im Rücken, genau. Nach unten rechts läufst du auf der Map. Ja, Bildschirm. Ich laufe Prima, runter, das sagst genau. einfach nur ja nach unten rechts, dann weiß ich, in welche Richtung du das läufst. Das sag ich doch die ganze Zeit. Nein, du sagst, du läufst nach unten. Nach ja, unten kann ja in mehrere Richtungen sein. Du läufst direkt nach unten. Ah, okay, du läufst nach unten, alles klar. Dann ich laufe nach jetzt... unten und ich habe dich im Rücken. Ich habe dich klar. genau in meinem Rücken. Ist gut, ich habe es gedreht. Ich habe dir gefragt nach unten rechts und dann sagst du ja, das stimmt ja, ja dann nicht. Du bist ja dann doch. Senkrecht nach unten gelaufen. Das ist egal, ich bin gelaufen nach unten. Ja, aber das ist wichtig für da, wie ich meine Kamera drehen muss. Darum oh, hier ist doch mir. Ein Wurmloch. Komm, wir gehen hier Frau, auch mal hört mir durch. Nicht zu. Doch. Oh, guck mal hier, ich zeig dir mal Schweinchen. Warum, wir sind Spinnen. Ich hab nichts zum Schlagen. Oh, ich bin tot. Oh nein. Doch. Oh, das ist nicht wahr. Ja, zwei Spinnen auf einmal. Sammel mein Zeug ein. Das ist echt nicht wahr. Der ist schon wieder tot. Verdammte Hacke. Tja. Du hast da so einen blöden Pilz gesammelt. Tja. Lass ich jetzt hier liegen. Brauchen wir nicht. Ich kann nichts machen, gell? Du kannst mich nur wiederbeleben mit so einem Herz. Ja, wir brauchen... Oh, ich habe nicht genug Platz. Nimm doch einen Rucksack. Das ist doch ein Rucksack. Hallo? Ja, ich habe das gehört, dass ich einen Rucksack, dass da ein Rucksack okay. liegt, aber ich muss erstmal Platz schaffen, damit ich den überhaupt hochnehmen kann. So, jetzt habe ich ihn an. Ach, mein Herz, du machst Sachen echt jetzt. Was brauchen wir denn? Wir müssen so ein komisches Herz herstellen, so ein Telltale-Herz. Telltale-Herz, genau. Dafür brauchen wir diesen, glaube ich, diesen Spinnschleim. Mhm. Hast du den? Oh.
und noch was anderes. Oh, warte mal, wenn hier nämlich die Spinnen das Schwein töten, dann oben. Wir das Schweinefett mitnehmen. Oder wie auch immer das heißt. Aber du kannst doch die Spinnen töten. Dann kriegst du das Ding und die helfen dir. Wenn die Fütter das helfen. Meinst du, das Ding hilft? Töte die Spinnen. Oh Gott, ich hab Angst. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich sterben. Nee, meine. Du hast keine Waffe. Du musst eine Waffe in die Hand nehmen. Okay. Mit der bloßen Hand wirst du nicht. Okay, alles klar. Will hat aber nur. So. Da oben, guck mal, hier ist so ein Spinnending. Ich habe aber nicht genug Leben. Achso. Und ich brauche. Oh Mann, ich bin tot. Ich habe nicht aufgepasst. Das war dumm. Ich brauche ganz dringend was zu futtern. Ah, oh, jetzt ist es auch noch dunkel. Ja. Alles klar. Für mich ist es Nacht. Gut. Ich bereite schon ein Feuerchen vor. Es ist wieder still. Hast du wieder Angst? Ja. Ich habe Angst, genau. Hast du Flint genommen? Nein. Nee. Ich kann doch kein Flint nehmen, ich bin doch Geist. Ups, das habe ich jetzt gemacht. Gotthost. Verschwinde. Ich die Kamera drehen, genau. Nicht drehen, wir haben jetzt die Richtung auskalibriert. Jetzt habe ich sie zurückkalibriert. Eine Möhre, oh mein Gott. Hier rechts noch eine. Rechts. Ja. Und Spinnen. So, da ist das Walross-Camp. Willst du hier überleben in der Nacht? Hast du genügend Holz? Muss ich ja. Nee, die flüchtet. Lass sie. Ich hab sie verschreckt für dich. Habt ihr Angst, hier ist. Oh nein. Schlag sie tot. Schlag sie tot. Ja, ich muss doch gucken, dass er die auch schlägt. Ja, die schlägt nämlich nicht, obwohl ich die Leertaste drücke. Ne, musst du mit der linken Maustaste bei mir jetzt. Ah, aber nun Spinnennetz, verdammt. Ah, Mist. Aber ich habe hier jetzt schon drei Körner, das ist gut. Mach das Feuer wieder an, das ist zu dunkel. Ja, Moment. Ich muss erstmal das Dings drehen hier. Und was essen. Richtig, und das. Hier oben rechts sind noch Körner übrigens. Ja. Jetzt aber erstmal die Körner hier essen. Verjagt den Vogel, falls er kommt. Den Vogel. So, und ich muss jetzt mal. Okay, also die Blumen, die sorgen nur dafür, dass dein Herz wieder nach oben geht. Das Herz, nicht das Hirn. Hier genau, ist ein Vogel, deswegen. Ich habe weggejagt, hier oben sind keine. Mal kurz leuchten, ich guck mich mal um. Gleich wird's Tag. Nee, es wird erstmal Nacht. Ach so, Nacht, Entschuldigung, natürlich wird's erst Nacht. Hier sind Körner. Guck mal her. Ja, ich habe sie gesehen. Ich komme. So. Beschütze dich vor den Geistern. Mensch, warum bin ich tot, ich Idiot? Wieder dritte Folge, ne? Ja. Irgendwie ist sie mal. Also ich greif die Spinne jetzt nicht an, weil dann bin ich nämlich auch tot. Gehst du mir mal aus dem Feuer? So ist gut, danke. Okay, du hast die Kamera auf jeden Fall anders gedreht. Ich stehe jetzt rechts vom Feuer übrigens, nur damit wir die Ansicht synchronisieren können. Auf meiner Map bin ich genau rechts vom Feuer. Also meine Ansicht bin ich genau rechts vom Feuer, das wollte ich damit sagen. Hast du es jetzt so gedreht, dass ich rechts... Ja, okay, jetzt bist du links von mir sozusagen. Du läufst jetzt gerade nach unten rechts, also rechts von mir nach unten. Ich stehe jetzt genau rechts vom Feuer auf eine Linie mit dir. Ja. Komm, der Tag. Ich habe noch zwei Möhren zum Backen. Kochen. Kochen, backen, ist mir egal. Geh weg. Lass sie in Ruhe. Wir sind ich muss mein Leben noch ein bisschen nach oben. Man muss Spinnen töten, sonst. Ja, aber das bringt mir nichts zu essen. Ich brauche Möhren oder so einen Schmuh. Naja, zu essen doch. Spinnenteile, oder? Nicht, need food. I know you. Das you need food. Und überhaupt. Es wird Tag. Jetzt habe ich alle meine. Hast du nicht eine Axt? Ich hatte eine Axt. Nee, ich habe aber noch eine 100%ige Pickaxe. Ich brauche mal hier, komm mal her. Hier macht doch die Spinnen tot. Du musst mich doch wiederbeleben. Nein, ja, aber. Ich habe nur ein Spinnendings und ich habe nicht genug Leben, um die Spinnen zu töten. So. Kannst du eigentlich auch durch das Wurmloch laufen? Nö. Ja, das ist doof. Na, geh mal, probier mal. Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht? Waren wir hier schon? Nee, es ist auch neu und hier sind auch Spinnen. Ach, es ist fies.
Also wir brauchen... Komm wieder zurück. Ich komme ja schon. Und töte die Eier hier, wo die Spinnen sind. Wenn ich die Eier töte, kommen die Spinnen raus. Und ich habe, wie gesagt, immer noch nicht genug Leben. Ich muss erst mein Herz wieder nach oben bringen. Gehen wir mal aus dem Weg. Also ich habe die zweite Zutat vergessen. Wir brauchen dieses komische diesen Spinnschleim. Es taucht ja auf. Also wenn wir in unserer Station wären, würden wir es sehen. Ach ja, okay. Unter welchem Punkt sieht man das? Das weiß ich nicht, aber es taucht da auf jeden Fall auf, weil man muss an der Maschine herstellen. Ist, ein Grab. Wo ist meine Schaufel? Neu herstellen. So. Ach, die ist in der... Im Rucksack ist die Schaufel, okay. Und? Super. Ein Edelstein und dafür habe ich keinen Platz. Körner sind hier oben, wenn du willst. Ja, will ich wo? Folge mir. I see the Körners. So, hier ist ein Edelstein. Mhm. Ah, hier sind... Ich habe drei Körner einstecken, das ist cool. Die esse ich jetzt. Oh Mann, du musst schon wieder alleine überleben. Ich kann dir nicht helfen. Ja, das ist voll doof. Es tut mir leid, da sind nochmal Körner. Wenn deine Energie wieder hoch ist, dann musst du Spinnen töten. Und wenn du aber drauf gehst, dann mal am Ende der Folge. Mein Gott. Ja, schade. Aber das ist dann halt so, ne? Ja, aber anders wirst du mich nicht wiederbeleben. Doch, doch. Wir brauchen nur die zweite Zutat. Ja, aber dann lass uns doch mal zu unserer Basis zurückgehen. Hast du jetzt genügend Energie, um Spinnen zu killen? Nein, immer noch nicht. Ich glaube, du brauchst nur eins von diesen Schleimbeuteln und die haben wir. Ah, guck mal, hier geht's ab. Oh. Ah, das ist die Mutti-Spinne, die Königin-Spinne. Oh, die ist gefährlich. So, jetzt geht mein Herz nach unten. Mein Hirn nach unten. Weil die Angst hat? Ja. Töte die eine hier. Probier's. Also nicht mit der Schaufel, ist blöd. Würde ganz gerne das Wurmloch finden, durch das wir müssen. Aber wenn du um zurückzukommen, soll ich dich leiten? Ja, aber wenn du das Wurmloch nicht nehmen kannst... Ja, ist doch egal. Ja, aber dann bin ich ja alleine. Das ist ja voll doof. Ja, aber ich kann doch über die Map weiter. Das Wurmloch transportiert uns doch nur ein Stück. Okay. Komm mal mit. Ah, guck mal, hier liegt noch Kram. Hm. Warte. So, wohin? Ich sag in Norden. Oh, an den Spinnen vorbei natürlich. Hier links und dann hoch. Komm. Komme. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay, weiter. Folge dir, unauffällig. Hier ist da ist ein Wurmloch. Ja. Okay, alles klar. Nee, Moment, das ist aber, glaube ich, das Falsche. Spring rein, spring rein, spring rein. Sag mir, ob es richtig war. Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir sind nicht direkt... Ah, da ist richtig. Okay, dann kommen wir da raus und dann rennen wir hoch. Okay, alles klar. Das ist auch Mutti-Spinne. Du musst direkt in Richtung Norden rennen dann. Du hast auch deine Schaufel hier gelassen. Jetzt nach Norden, komm. Nee, das ist eine andere Schaufel. Flüchten, nach oben. Ja, 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 ich komme. Jetzt hier alles Richtung Norden. Blub, blub, blub. Ich sehe schon ganz verschwommen. Weil du Angst hast? Weil ich Hunger habe. Ah, und weil ich Angst habe, genau. Okay, ein bisschen weiter links und dann nach oben weiter. Ich laufe jetzt übrigens die Map gerade hoch, ne? Oder jetzt links hoch. Jo. Einfach mir folgen. Ich zeig dir den Weg. Show me the way. Ja, I do. Oh, und übrigens, ich glaube, ich mach dir Angst übrigens. Also ich glaube auch, ich als Geist verwirre dich. Das kann... Hier ist Wurmloch da. Kann sein, ja. So, dann muss ich mal gucken. So, jetzt wird's dunkel. Super. Ja, ja. Jetzt muss ich versuchen, selber zurückzukommen. Ja, okay, alles klar. Ich muss als Geist zu dir. Guck mal, sie fackelt schon. Ich versuche jetzt als Geist zu dir zu kommen. Hatte ich nicht vorhin Fackeln einstecken? Scheiße. Mir kann nichts passieren in der Nacht. Nee, ich komme hier, ich stelle mir hier ein Lager auf, also so ein... Aber du bist doch gleich zu Hause. Nee, ich muss noch ein Stückchen laufen. Okay. Und es ist zu dunkel und ich habe keinen Platz, um mir eine Fackel zu machen. Du bist nur dämmerig. Ich verhungere. Oh, ein Hase. Oh mein Gott, ein Hase. Hier dieses Spinnenfleisch, das mache ich mal weg. Das ist
Kann ich als Geist übers Wasser? Das werde ich gleich sehen. Nein, ich kann nicht übers Wasser. Shit. Komme ich da rüber? Du musst dann außen rumlaufen. Naja, das sagt sie so einfach. Guck mal, ob es hier irgendwo rüber geht. Ah, oh, hier müsste ich noch rüber hupsen. It's me, it's Mario. Nein, ich bin's als Geist. So, haben wir hier noch irgendwo einen Hasen liegen? Och, bitte lass uns hier noch einen Hasen gefangen haben. Ja, wenn nicht, sterben wir gemeinsam und dann starten wir wieder neu. Ich will aber nicht sterben. Das ist doch bei Dings normal. Oh, jetzt wird sie verrückt. Jetzt hat sie schon Streifen. Jetzt Streifen? Die sieht schon rote Streifen, ja. Und diese Schatten, die werden lebendig. Ich versuche mal einen Weg rüber zu finden. Ohne Wurmloch. Oh, ich sterbe. Oder auch nicht. Nein. Mist, wie komme ich da rüber? Boah, fick doch die Henne echt jetzt. Jetzt bin ich auch tot. Du bist auch tot. Oh. Naja. Das waren ja unsere Versuche und ich sag mal, die Welt resettet. Aber wir haben immerhin jetzt eine Woche überlebt. Wir haben fast sieben Tage. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat. Ich habe länger überlebt als du. Everyone is dead. Wenn es euch gefallen hat, der Tod unser beider, dann werden wir demnächst weitermachen und werden neu versuchen zu überleben hier in Don't Starve Together. Mir hat es sehr viel gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann starten wir neu. Bis dahin. Tschüss. Genau. Tschüss.